Leute und hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Aufnahme mit Warframe zusammen mit, wie ihr schon seht, Markus und Futur. Kann mein Schiff sein? Wie geil ist das denn? Heute auch mal bei mir mit dem Aufnahmeprogramm Shadowplay. Ich hoffe, es gibt keine Schwierigkeiten. Ist hier der erste Testversuch. Hier die netten Schwerter, die wir jetzt da hier im Schlepptau haben. Our job is to distract the enemy while a fellow Tenno operative raids the ship for much needed supplies. Haben wir jetzt alle Schwerter? Ja. Achtung, da ist eine Kamera. Hauptsache über Markus war eine Kamera. Der merkt's nicht. Alarm, ich habe schon gesehen. Alarm auslösen. Auslösen? Ja, löse aus. Ja. Okay. Sagt dazu jetzt nichts. Warum auch immer wir einen Alarm auslösen. Ding. Ja, da kommt ja wieder diese die Ratte. Walkers kommen. Warte. Ich muss Energiekugeln einsammeln, 4 Stück in der Mission hier. Was für Energiekugeln? Ja, die blauen halt. Warum? Deine Energie. Ja, weil es eine Mission von mir ist. Ah, jetzt können wir hier durch. Hier oben übrigens, wo du den Alarm ausgelöst hast. Hier ist jetzt Party. Warum hat der Schutzschild? Seit wann haben die Schutzschilde? Ja, die Mission ist mal ein bisschen heavier halt einfach mal ein bisschen mehr, ja. Da sind 2, 3, 4. Oh Gott, Blitz! Oh fuck. Ja, der Blitz hat's gebracht. Ich muss ja eh Energie verbrauchen, damit ich wieder welche einsammle. Alter, die Schwerter sind einfach so OP. Geil! Die Schwerter sind einfach so OP, wenn Gegner einmal am Boden ist, dann ist der am Arsch. Weil das macht dir der One-Hit, wenn der am Boden liegt. Einfach mal durchkroschen. Bleibst du stehen? Und Level Up mit was auch immer, ich weiß das gar nicht. Was ist der Level Up? Alter, ich hab ihn den Arm abgeschnitten. Und da hat den ja auch dran müssen. Wo seid ihr eigentlich? Ich zerhack's den hier gerade. Ja, da hat das gesehen, er lag am Boden, Bein abgeschnitten. Einfach eiskalt, eiskalt bin ich. Alter, was ist das? Alter, die Schwerter sind so mies. Hier, den Arm abgesäbelt. Und vor allem könnte ich dich nicht wehren, wenn die einmal vom Schwert gehittet sind, für die dauernde der Zurückflieganimation. Oh. Leute. Futter, du bist tot? What the fuck? Ja. Ja, ja, ich hol dich schon. Keine Sorge, okay. Super Medic an der Frontlinie. Irgendwie, ich hab nicht aufgepasst, ich hab einfach nur durchgemuscht. Ach, schon hinter dir. Ah, hat keine Schnitte, die sich. Oh, oh. Ja, sowas da, Alter, bäm! Und aufgeräumt. Alter, was hat Gegner kommen? Ja, die Mission hier ist ziemlich gegnerreich. Level 6 bis 11 sind lustiger als die allen anderen. Ja, ich glaube, hier können auch Stealthen langsam schwierig werden. Also das ist, glaube ich, hier inzwischen eine ganz schöne Herausforderung. Ich habe von der ganzen Armee angegriffen. Solange wir nicht weg. Oh, da kommt ein Ding. Oh, bin schon wieder down. Ey, oh, gute. Oder bist du so ein Lappen, ne? Verteidige mich doch. Oh, Mann, Markus, du musst erst töten. Du musst sie erst töten, bevor du uns hörst. Du hast noch 10 Sekunden. Jetzt gern Futur ran, sonst ist er tot. 4, 3, 2. Ich habe auch nicht mehr lange. Schieß! Ja, ich mach doch! Ja, ich hab den tot. Ich hab keine Energie mehr. War ich down. So, warten wir mal ab, ob Futur was reißt, weil da brauche ich mich nicht wiederbeleben, wenn Futur verkackt. Wo ist er denn? Futur! Futur, down noch. Okay, wir müssen doch geordneter vorgehen. So Leute, zweite Versuch. Ja, aber es ist jetzt eine andere Map. Ja, es ist dieselbe Mission. Ja, die Mission ist selber, aber die Map ist auch noch so. Ne, wir sind nach demselben Map-Sektor. Ja, aber trotzdem ist es ein anderer Startpunkt gewesen. Das ist ja auch langweilig. Ja, das finde ich cool, wenn so Spiele ein bisschen interaktiv sind. Okay, let's go down there. Woohoo! Macht ihr schon wieder, Verscheiße? Ja, wir haben hier eine Lama aktiviert und jetzt töten.
Oh, fuck the game, hat er gesagt. Ja, wir fucken dich jetzt ja aber hart. Warum schreien die CPUs hier fuck the game? Sie sind Inhalt des Spiels. Oh, ich habe auch einen Besuch vor mir. Alter. Oh, hab ihn. Jetzt habe ich mein Kronos Level 4, also mein Schwert. Ja, ich werde hier mein Schwert leveln. Go shot. Aber achtet auf eure Energieschilde. Wenn die Schilde down sind, in Deckung gehen sofort. Nicht, dass ihr Leben verliert. Ich baller hier auf Markus um. What the fuck? Die Damage. Da hinten sind so viele Roboter gerade. Ich hab sie alle unter Strom gesetzt. Ich hab's gesehen. Die Damage ohne Ende. Oh. Alter, das Schwert ist so OP. Ich hab gerade einen mit zwei Hits getötet. Ich hab gerade eine Mittelschwert gesehen. Oh, wir bekommen wieder viel Besuch aus dem Gang hier. Und abgeräumt. Ey, das Blitzdings ist auch ziemlich krass. Das ist cool. Maximale Energie gesteigert. Alter, ich krieg hier ein Level ab nach dem anderen. Geschwindigkeit wurde verbessert. Zum Glück nehme ich gerade auf. Ich krieg gerade so viele Upgrades. Ja, ich auch. Ich hab das Level 2 erreicht. Hast du hinter mir? Oh ne, die sind wieder hinter mir. Und da ist ein Laser-Ding zwischen mir und denen. Das ist mies. Alle wegholen, ey. Wo seid ihr denn schon wieder? Ich bin immer noch bei der Tür hier. Das ist so ein Auftrag. Oh, oh. Ja, ja, ich hab sie weggeblitzt, gut gemacht. Oh, oh, hinter uns, schnell. Hilf mir. Ja, bitte dran. Ist erledigt. Ja, weißt du, wie viele hinter uns sind? Ja, die sind schon so gut wie alle weg. Sind doch drei Stück oder so. Oh nein, diese Scheiße. Oh oh. Alter, ich hab gleich kein Schild mehr. Ja, dann geh für den Deckung. Alter, ich hab gerade eine von diesen Drohnen-Dingern aus der Luft gemessert. Sie hat es sich nicht abgeschossen hat. Oh, fuck. Ja, hat der Blitz, glaube ich, hat gerade Leben gerettet. Oh ja. Alter, was ist hier los? Wir müssen weiter, Leute. Oh, ich habe kein Schild. Wir müssen nur weiter, wir kommen ja nicht mehr vorwärts. Geradeaus hier. Folgt mir. Wir gehen jetzt hier durch. Tot. What the... Oh Mann. Wir sind da. Ah, Mark, ich bin schon wieder durch. Ja, Futo, das kannst du vergessen, dass ich dich da hol. Ach. Ich überlebe jetzt hier drin in dieser Kammer. Nee, ich bin tot. Nein! Fuck! Du auch? Ey, ohne Scheiß, ihr seid solche Lappen. Jetzt bin ich hier alleine drinnen. Ich helfe dir. Mit meinem Revolver. Nein, das kannst du knicken, Alter. Fuck, es ist tot. Ja, Leute, ich würde sagen, das war dann der zweite Versuch hier. Und ich bin wieder einfach eiskalt dominiert. Leute, was ist los mit euch? So, Leute, hier unser letzter Versuch unserer Mission. Krasser Scheiß, dritter Versuch, wenn wir es jetzt nicht packen, dann suchen wir uns vielleicht fürs nächste Mal wieder eine neue Mission raus. Und diesmal, tötet 30 Gegner mit dem Gewehr, das sollte hier kein Problem werden. Wo hast du denn die Mission immer? Die steht am Anfang in der Mitte vom Bildschirm. Ah, super, natürlich lese ich das nicht. Es geht los! Okay, wir folgen jetzt wirklich schnell den Wegpunkten auf der Map, wir bleiben aber alle drei zusammen. Ja. Okay, da ist der Wegpunkt. Hier rum. Go. Ja, ich deck die Seite hier. Hier, ich bin dort. Wo? Ich hab ihn. Und jetzt könnte ich Hilfe gebrauchen. Wir sind ja da. Muss nachladen. Gut, Hammer. Go. Alter, scheiße! Und die Blitze raus.
Ich hab meinen Blitzhebchen eingesetzt. Scheiße. Deck mich, deck mich! Jetzt such den Deckel. Tot. Alter, was für eine Federkammel! Alter, ich bin schon wieder tot. Ey, Futter, du bist echt... Oh, das tut. Ja, sorry, Futter, aber wenn du hier in der Mitte von dem Raum kippst, dann ist es unmöglich, dich zu holen. Nö, ihr habt ja auch keine Chance mehr, ihr bekommen. Ich bin der Knicken. Also ich lebe noch. Markus, kommst ja, du hier? Ja, aber nicht mehr lang. Markus, kommst du hier? Und bist du... Ich hab die Karte. Hier ist unsere Position hier halt. Ihr lebt auch nicht mehr lang, glaubt mir. What? Okay, ich mach Kamikaze-Run. Klappt gut, es klappt gut. Blitze kann ich nicht steuern. Wir müssen laufen. Nein, ich hab immer noch sehr viel Schild. Ich mach hier einen sehr guten Job gerade. Ich füll mein Schild auch immer wieder auf. Und sie haben mich verloren. Sie finden mich nicht mehr. Also ich lebe immer noch. Wo seid ihr? Beide tot? Markus lebt noch. Also die Lebenserhaltungssysteme gehen immer weiter runter. Das ist die Anzeige. Sie sind schon bei 63%. Markus hat ganz viel Ärger am Hals, weißt du? Markus lebt auch noch. Auch so ein Profi wie ich. Eiskalte Profis. Nö, der haut einfach ab irgendwie. Richtig. Ich rette ihn! Blitzi! Hinter dir, Sven, hinter dir, Blitzi, hinter dir, hinter dir. Ja egal. Überleben als dir die Devise. Oh, warte, sein Mikro ist aus. Oh, jetzt kriegst du auf die Faust. Jetzt kriegst du auf die Fresse. Ja, jetzt schildert schon wieder oben. Heute nicht. Markus? Markus lebt auch noch. Der ist direkt vor der Tür. Ja. Die Tür, wo ich als Deckung nutze. Nein, wir müssen glaube ich schnell weiter hier irgendwie, keine Ahnung. Nein, die Lebenserhaltungssysteme gehen immer weiter runter. Wir machen das schon richtig, glaube ich. Ich bin tot. Alter! Ich kam nicht mehr weg, ich hing auf denen drauf und die haben alle so ein Schutzschild, denkst du, ich weiß nicht. Du hast echt ein Problem, Mann. Du bist am Arsch. Jetzt kommen die gleich rein. Du musst einfach die Tür halten. Sorry, wo? Jetzt hier Markus. Super Tour. Ich sehe nichts, was in der Tür ist. Ich sehe nur dich hinter dem Kasten. Ja, ich auch. Das ist langweilig. Das ist schon ziemlich geil. Aber wenn ich dich da wieder belebt, wo ich gestorben bin, dann bin ich eh gleich wieder tot. Der Markus muss die Halle da blockieren. Aber dein Schutzschild sieht ja gut aus. Warum bist du gescheitert? Keine Ahnung, Alter. Wir müssen immer schnell genug von einem Ding zum nächsten kommen, ey. Das ist schon echt übel, Leute. Vielleicht suchen wir uns dann für die nächste Folge doch mal eine Mission. Vielleicht nochmal irgendwelche Missionen auf der Erde, weil die sind im Moment ziemlich geschenkt. Okay. Aber natürlich würde ich sagen, sie wird das nächste Mal. Servus und ciao. Ciao. Ciao.